Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Minecraft Vanilla Let's Play. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir lassen euch gar nicht lange warten und legen gleich los. Letztes Mal hatten wir hier die Stelle angefangen. Da werden wir gleich weitermachen. Aber ihr seht, es wird schon wieder dunkel, also gehen wir erstmal schlafen. Guten Morgen. Und wie ich sehe, mein Feld ist fast fertig. Tun wir mal schon abernten. Jo. Getreide wächst hier relativ schnell. Für das zweite Feld braucht man noch ein bisschen was, da müssen wir mal nach Samen suchen. Den kriegt man meist bei diesen Mobs, also Zombies meistens, die sowas droppen lassen oder im Dungeon irgendwie. Müssen wir mal gucken. So, tun wir den Samen runter. Vielleicht kommt das ja mit einem der nächsten Updates. Man wird ja, man bastelt glaube ich schon am Minecraft 1.13. Ne, halt, irgendwie 1.13 kommt nicht, dafür kommt gleich 1.14 oder sowas. Oder umgedreht. Ich muss mir das nochmal angucken. Also ich glaube, nee, 1.14 kommt nicht so schnell, dafür kommt 1.13 ein bisschen später, weil man das Update von der 1.14 da gleich mit integriert. Ich glaube sowas. Ja. Ja, war viel los die letzten Tage. Ihr habt es ja im Titel schon gelesen, es gibt eine Ankündigung. Aber da komme ich später noch dazu. So, das Essen tun wir erstmal rein. So, dann brauchen wir jetzt ein bisschen Holz. Und erstmal eine Treppe müssen wir uns hochbauen. Hier daneben irgendwie. Ich sag mal vielleicht so. Ja. Dann eins rüber gehen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das müsste auch so gehen. Genau. So kommen wir perfekt hoch. Und zwar brauche ich dieses Holz. Ah, nee. Ich brauche Treppen. Ja, ich bin so aufgeregt, weil ich euch noch was Wichtiges sagen will dann. Und bin da gerade mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache. Aber ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, passt. Ja, ich baue ein neues Zuhause.
Schauen wir mal, wie wir das hier machen. Da war letztens die Zäune alle, oder was? Keine Ahnung. Dann kommen wir jetzt hier hoch wieder mit Erde. Wie machen wir das jetzt da? Da würde ich sagen, müssen wir dann doch diese Blöcke nehmen. Bringt ja sonst nichts. So. So. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter reden, gell? Gut, finde ich nice. Und hier kommt mal wieder die Erde hin. So war das jetzt nicht geplant. So schon eher. By the way, seid ihr denn schon in Faschingsstimmung? Ich weiß, das Thema hatten wir schon mal. Aber jetzt ist ja Faschings heiße Endphase. Und schaut ihr überhaupt noch Videos oder seid ihr schon auf diesen ganzen Faschingspartys? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder nochmal schreiben, wie ihr so zum Thema Fasching steht. Die einen lieben ihn, die einen hassen ihn. Ich habe heute auf Arbeit mit den Kollegen mal gesprochen. Weil eventuell haben wir ja nächsten Montag, Dienstag auch frei. Und sage ich, ja cool, könnt auf die Partys gehen. Nö, was will ich da? Nö. Also ich habe eher Faschingsmuffel auf Arbeit. Ich selber bin aber jetzt auch kein Fan davon. Also ich sage jetzt mal, zu guter Stimmungsmusik. Irgendwie auf ein Bierchen in eine Kneipe setzen oder irgendwo bei so einer Open-Air-Party, kein Problem. Aber ich mag mich halt ungern verkleiden. Das ist ein No-Go bei mir. Ich habe da halt nur mal gemacht, wenn ich bei Kinderfaschings da geholfen habe, dann gerne. Aber ansonsten, weiß nicht. Lasst es mich wissen, ob ihr euch gerne in Kostüme schmeißt oder ob ihr sagt, nö, Fasching ist für die anderen. Feiern ja, aber ohne Kostümierung. Ich weiß ja gar nicht, wer den Fasching erfunden hat. Also ich weiß nicht. So. Warum gehe ich eigentlich runter? Ich depp. Ich muss doch eigentlich wieder hoch. Sind wir jetzt schon oben? Ne, noch nicht. Das ist jetzt die Vormitte. Jetzt müssten wir eigentlich ganz oben sein. Tue ich mal vorsichtig. Die Mitte der... Nee. Gucken wir mal, was das wird. What? Weil jetzt nächste Woche ja Fasching ist und es vielleicht auch ein paar Faschingsmuffel unter euch gibt, die vielleicht jetzt auch nicht auf Arbeit gehen oder nicht feiern wollen, die fahren vielleicht weg. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr quasi sagt, ich nutze die Faschingsferien, weil ich selber noch zur Schule gehe und fahre mit den Eltern weg oder ich habe nicht schon eine Familie. Bob, langsam. Oder ich habe schon eine Familie und fahre mit der in den Urlaub.
einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr so treibt. Ich bin halt, ich wohne halt allein, habe halt keine Familie. Demzufolge ist auch nicht geplant, wegzufahren. Und ich werde wahrscheinlich ganz normal in die Arbeit gehen nächste Woche, falls wir Montag, Dienstag nicht freikriegen. Ansonsten glaube ich, werde ich ein paar Videos auch aufnehmen. Und am Wochenende wollte ich zu meiner Schwester fahren, die wohnt ja eine Stunde ungefähr weg von mir. Und ja, da werden wir wahrscheinlich da am Samstag auch auf so eine Faschingsparty gehen. Aber Montag ist, glaube ich, am Montag, Dienstag, die Faschingszeit wird eher nüchtern bei mir sein. Ich bin am Montag jetzt, bin in so einem Verein tätig und dann bin ich am Montag jetzt bei der Buchhaltung verabredet, um da noch ein paar finanzielle Sachen zu klären. Und das wird dann meine Faschingsparty am Montag werden. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Hat er nicht geklappt. Wird schon wieder dunkel, ey. Wahnsinn. So, geh mal rein, bevor es dunkel... bevor die Monster kommen, meine ich. Dunkel ist es ja schon. So. Schlaf, mein Kind, und träume. Ah, so schnell ist wieder hell. Es kommt mir im echten Leben aber auch so vor. Ne? Man geht ins Bett, ist kaum noch so am Düsen und denkt sich noch was Schönes und auf einmal wupp, weg. Und es ist der Morgen. Und dann haben wir schon wieder 6 Uhr morgens und der Wecker klingelt. Ja, passt. So. Haben wir den gleich soweit fertig? Machen wir die Seite auch gleich nach, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe die dumme Befürchtung, das wird nicht ganz reichen. Das ist materialintensiv, das Ganze, ne? Aber die Tiere sollen es ja schön haben. Na? Eins kann man noch, oder? Na, wir sind schon oben. Ich brauche ich. Hops, hops, hops. Nein, nicht ich gehe hops, sondern springe hier hoch. Übrigens, ich bin ja auch flexibel. Flexibel, jung und belastbar. Also ich spiele ja mehrere Modpacks und auch andere Spiele. Wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, das sollte ich mal let's playen, würdet ihr gern zuschauen, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich suche nämlich noch irgendwie was Schönes,
was auch so ein bisschen mit Aufbau zu tun hat, kann aber auch so ein bisschen auch Adventure sein, Roleplay auch. Bin da flexibel. Jo, würde mich mal interessieren. Ich weiß, allzu viel sind wir noch nicht in unserer Community. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen schon, der sagt, Mensch, dein Stil, Blacksad, gefällt mir. Und würde mich freuen, dieses und jedes Spiel zu sehen. Ja. Kommentare sind freigegeben zum Befüllen. Aber Leute, ich sag's euch. Also ich weiß ja nicht, ob ihr selber Videos macht oder nicht. Gut, bei einigen weiß ich, dass sie es machen, aber hey, das ist echt nicht einfach, sich hier zu konzentrieren und gleichzeitig, ne, zu überlegen, was man sagt, beziehungsweise über welches Thema man reden könnte. Aber aus dem Grund, um das auch zu trainieren, mache ich unter anderem die Videos. Von daher ist das ganz okay. Wenn es am Anfang noch nicht ganz so locker ist. Wobei euer Feedback bisher war eigentlich schon sehr positiv, muss ich sagen. So, gucken wir mal. Sieht gut aus, oder? Okay. Fehlt noch was? Ja, ich glaube, das mache ich ja noch rüber. So. So. Vorne natürlich genauso. Ein bisschen stabiles, auch wenn es die Stabilität in Minecraft nicht wirklich braucht, weil die Blöcke hängen auch so in der Luft. Das finde ich halt das Gute an ja, zum Beispiel Space Engineers, wenn ihr das kennt. Wenn man da Platten irgendwie baut zu Gebäude und nimmt unten die Platten weg, dann stürzt das ganze Gebilde in sich zusammen, beziehungsweise fällt zumindest runter. Und das finde ich halt schon ein bisschen realistischer. Aber wir spielen ja nicht Minecraft, weil es realistisch sein soll. Warum eigentlich? Warum mögt ihr Minecraft? Weil definitiv gibt ja ein paar, die das regelmäßig schauen bei mir. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Was übt auf euch die Faszination Minecraft aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns drüber unterhalten. Würde mich freuen. Gott, da drüben hat sich ja schon wieder eine, ja, wie nennt man das? Baumgemeinschaft gegründet. Wenn die alle so klein sind, da hat man quasi relativ leichtes Spiel beim Holzernten, ne? Aber die sind ja doch ein bisschen größer. Und wenn man dann hier so einen Wucherbaum dabei hat, der sich in die Höhe begibt, das ist naja, nicht schön. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen, wie schwierig das ist, einen Baum abzuernten. So, die Blöcke haben wir. Hier machen wir das noch rein. Also ich muss ja sagen, ne, Brandschutz wird hier ganz groß geschrieben. Ein Bekannter von mir, der arbeitet bei der Feuerwehr. Ich glaube, jeder hat einen Bekannten, der bei der Feuerwehr arbeitet. Wenn der das sehen würde, wenn der das Let's Play anguckt, der wird sagen, um Gottes Willen, hochgradig brandgefährdet. Ja, aber wie sagte ich eben noch, wir spielen ja nicht Minecraft oder wir gucken nicht Minecraft, weil es realistisch ist, sondern weil es uns fasziniert auf anderem Wege. So, wir haben es jetzt fast fertig.
Da hinten überlege ich mir nach was, was ich da reinmache. Was drin hier? Ne, haben wir alles. Da oben hängt noch einer. Jo. Dann machen wir mal oben noch einen schönen Screenshot für das Thumbnail heute. Ah, das sieht doch gut aus. So. Und da kann ich euch jetzt auch sagen, was die Ankündigung ist. Ja, ich habe jetzt deswegen so lange gewartet. Ihr seht es nämlich, es ist 17.43 Uhr. Zeigt er zumindest hier im Screenshot an. Ich werde versuchen, das Video vor 18 Uhr noch hochzuladen, damit ich es 18 Uhr heute online stellen kann. Also wir haben heute Dienstag, den 6. Februar, um ja, kurz vor 17:45 und um 18 Uhr möchte ich das Video gern online schalten. Jetzt sagt ihr, hey Plaxa, du hast doch letztens erzählt, du brauchst immer 2 bis 3 Stunden. Ja, das ist richtig, habe ich auch gesagt, dazu stehe ich auch. 5 Minuten Video dauern ungefähr eine halbe Stunde zum Hochladen, beziehungsweise haben gedauert, weil, ja, ich habe jetzt schnelleres Internet bekommen und das soll 15 mal schneller sein. Ich habe es noch nicht getestet. Ich werde es heute hier mit diesem Video testen. Das heißt, 15 mal schneller. Wenn man jetzt sagt, ca. 25 Minuten Video. Also, wenn man jetzt rechnet, 150 Minuten hat es bisher gedauert. Dann wird das jetzt in einer Viertelstunde hochgeladen sein. Schauen wir mal. Ich werde in den Kommentaren dann als erstes das anpinnen, um welche Uhrzeit ich quasi das geschafft habe. Ja? So oder so ähnlich. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch mehr Videos machen können, weil einfach das nicht mehr so lange dauert. Ne? Wenn es euch gefällt und ihr in Zukunft weiter dabei sein wollt und noch mehr Bock auf solche Videos habt, dann lasst es mich wissen. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare, auch zu den anderen Themen gerne Kommentare schreiben. Und hier kannst du mich jetzt noch abonnieren und gerne noch weitere Videos von mir anschauen. Ich freue mich, wie gesagt, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Plaxa.